mich natürlich immer sehr wehtut und bedrückt, weil man allerhand heute lehrt, du darfst einem Andersgläubigen nicht mehr von Jesus sprechen, nicht mehr von Gott. Du musst sie schön so belassen in ihrem Glauben, wo sie haben. Wem muss ich jetzt gehorchen? Dem Staat oder Gott? Wie sagte Petrus? Wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Jesus sagte es ganz klar, wir lesen dies, ich mag einfach im Allgemeinen nicht Vers, Kapitel und so, Homburg, aber ich habe ja so Kritiker, die genau nachschauen wollen, oder, ob ich auch recht gesagt habe. Also für die, Matthäus 28, Kapitel 28, 18 bis 20. Vers. Komme ich fast wieder von mir vor. Jesus trat zu ihnen. Redete mit ihnen, die Apostel, und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht nun hin, die Apostel, lehrt alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist ein Befehl. Und auf Erden gibt es einen anderen Befehl. Wir sollen die in Ruhe lassen, wir sollen die Kreuze abnehmen, alles, ja, nicht stören. Wem soll ich jetzt gehorchen? Darf jeder von euch entscheiden. Aber dementsprechend. Einmal stehen wir vor Gott und dann müssen wir darüber Rechenschaft ablegen. Wie gesagt, Petrus sagte, wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Vielleicht heißt es jetzt auch Gottesfurcht, Gottesfurcht. Ja, meine Lieben, was heißt das? Ich fürchte sehr, ich fürchte absolut, dass ich dem wehtun kann, den ich lieb habe. Auch eine gute Idee unter Eheleuten.